Willkommen zurück, wieder mal mit einem kleinen Review, denn ich war wieder mal im Kino und ich bin so gehypt. Ich habe den besten Film 2018 gefunden. Ihr habt ja sicherlich damals alle Deadpool geschaut und ich war damals so überrascht von Deadpool. Ich hätte mir nie gedacht, dass ein Marvel-Film, ein Superheldenfilm so genial sein kann, so cool sein kann, so witzig sein kann, so brutal sein kann. Alles in einem, die fette Packung abgeliefert. Und dann kam Deadpool 2, auf den habe ich mich so riesig gefreut, aber wurde irgendwie so enttäuscht, beziehungsweise der Film war gut, aber ich finde, er kommt einfach keineswegs an den ersten Deadpool-Teil ran. Jetzt bin ich ins Kino gegangen zu Venom, wieder von Marvel, wieder ein Superheldenfilm oder Anti-Superheldenfilm, man weiß es nicht genau. Und ich bin ins Kino gegangen, habe gedacht, okay, der wird bestimmt so lala sein, guckst ihn dir trotzdem mal an, ist mal was anderes. Und ich bin rausgegangen und ich habe mich gefühlt wie damals bei Deadpool. Ich war so fasziniert, ich hätte mir den gleich nochmal angucken wollen. Ich bin heim, ich habe mir sofort die Blu-ray vorbestellt. Beziehungsweise wollte ich eigentlich ein Steelbook, aber die waren schon wieder alle ausverkauft und weg. Die gingen nicht mehr bestellen. Dann habe ich gedacht, nimmst du die Blu-ray, aber die hat so ein hässliches Cover. Jetzt muss ich mir die DVD bestellen, weil die DVD immer noch am schlichtesten, aber einfach am besten aussieht, meiner Meinung nach. Aber vielleicht gibt's ja da nochmal richtig krasse Editionen, denn dieser Film hat es auf jeden Fall verdient, in meiner Sammlung zu sein. Und den möchte ich auch auf jeden Fall haben. Aber mal ein bisschen was zum Film. Es geht also um, also Tom Hardy spielt ja damit, der spielt die Hauptrolle. Und den finde ich richtig cool, der die Rolle dieses Losers hat, der wirklich alles verkackt hat, alles verloren hat, seine Beziehung verloren hat, seine Arbeit verloren hat. Klingt alles wie bei mir, aber ich bin nicht Tom Hardy. Auf jeden Fall richtig krasse Sache, denn dann passiert das, was passieren muss. Und er kommt mit dieser außerirdischen Substanz in Berührung, verbündet sich mit diesem Symbionten, so wie man das nennt. Er sagt zwar immer Parasit, aber Venom möchte nicht, dass man ihn Parasit nennt. Und diese Spielereien einfach zwischen ihm und dem Parasiten bzw. dem Symbionten sind so genial, wie er die Kontrolle einfach über seinen Körper übernimmt. Wie er ihn durch die Gegend zerrt bei Kämpfen, wie er ausweicht für ihn, wie er selber überhaupt nicht weiß, was gerade los ist, aber Venom die Kontrolle übernimmt und ihn da durch die Gegend schaukelt wie sonst was. Und immer hört man natürlich diese tiefe, raue, böse Stimme von Venom, die mit, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt in dem Film, auf jeden Fall, die mit Tom also spricht, nennen wir einfach Tom Hardy, die mit Tom spricht und es entstehen so witzige Dialoge, so witzige Szenen, so witzige Sachen einfach dabei, das fand ich so genial und der ist so tief böse, abgrundtief böse ist der und der will immer jedem gleich den Kopf abbeißen, der will immer gleich alle töten, alle umbringen, alle auffressen. Er sagt auch, ja, wir machen zwei Stapel, ein Stapel Körper, ein Stapel Köpfe. Da kommt er da an und so richtig, boah. Der ist einfach nur ein richtige fiese Socke auf jeden Fall. Das ist so genial gemacht. Immer irgendwelche, er macht sich auch über den Wirt, in dem er haust, lustig. Er sagt natürlich, komm, wir springen. Und er will, dass er da rausspringt aus dem Hochhaus. Und er macht es natürlich nicht. Er fährt mit dem Fahrstuhl und er wird von ihm gleich als Feigling beleidigt und sonst wie. Und das ist richtig cool gemacht auch. Mir ging es da noch nicht mal so krass um die Action-Szenen, sondern einfach um den Hauptdarsteller, um dieses Zusammenspiel zwischen dem Parasiten und Tom Hardy. Die Charaktere an sich fand ich sehr interessant. Auch diesen dämlichen Wissenschaftler, der ihm auf den Sack ging, der ja selbst dann befallen wurde von einem Parasiten. Ah, der Ramses spoilert schon wieder, wir wissen alle Bescheid. Das war auch ein richtiger Stinkstiefel, das war jetzt nicht so ein übertrieben bosshafter, breiter Türsteher, sondern einfach nur so ein kleines Würstchen, aber ein richtiger Spierlappen auf jeden Fall, den man einfach hassen möchte, was gleich gelingt. Und ich fand den Film auf jeden Fall spannend, ich fand den cool, ich fand den witzig und ich hoffe natürlich auf einen zweiten Teil, wo man auch von ausgehen kann, wenn man das Ende gesehen hat,
Denn das deutet darauf hin, dass er es im zweiten Teil mit Carnage zu tun bekommt, was ja auch so ähnlich ist und auch so ähnlich aussieht, nur irgendwie rötlich anstatt schwarz. Und was mir diesmal auch aufgefallen ist, dass ihr kennt natürlich alle Stan Lee, den Marvel-Erfinder, den Marvel-Schöpfer, den Mastermind hinter allem. Und ich habe mal ein YouTube-Video gesehen, jede Cameo-Rolle von Stan Lee in Marvel-Filmen, und das ist mir vorher nie aufgefallen, aber Stan Lee ist ja wirklich eigentlich in fast jedem Marvel-Film zu sehen, in einer, wie gesagt, Cameo-Rolle, wo man ihn vielleicht 5 Sekunden oder so sieht, irgendwo mal als Passant, irgendwo mal als Officer, irgendwo mal als keine Ahnung was. Und gerade zum Ende des Films ist es mir dann aufgefallen, da stand ein alter Opa mit Hut und Hund an der Straße und hat dann einfach was zu Tom gesagt und ich gleich ausgerastet und wow, da ist doch Stan Lee. Und jetzt ist es mir auch aufgefallen, dass der auch wieder in diesem Film dabei ist, dass der wirklich in jedem Film immer so eine kleine Gastrolle hat und sich da einbaut, und das finde ich cool, diesen Running Gag, dass das einen so verfolgt. Und diesmal habe ich es selber bemerkt, da musste ich mich erstmal vorher belesen. Fand ich eine richtig coole Aktion. Genau natürlich auch wie die Schlussszene, man hat zwischendurch gesehen, wie der Laden ausgeraubt wurde von dieser einen Dame. Und der Tom hat nichts gemacht, ist einfach gegangen, hat das einfach so stehen lassen. Und jetzt, als er mit Venom verbündet war und der Laden wurde wieder ausgeraubt, hat er sich natürlich drum gekümmert. Und wie die den Gangster einfach zusammengeschissen haben und wie der dem Angst gemacht hat, dass der sich halb in die Hose scheißt und gesagt hat, er reißt ihm die Arme aus und die Beine und er wird dann die Straße lang kullern, dieser armlose, beinlose Kadaver, wie ein Kothaufen wird er die Straße runter kullern. Und das war einfach, das klingt jetzt scheiße, aber das hat einfach so genial geklungen und wie plump der das so dem gegenüber gesagt hat, also... Ich habe das auf jeden Fall gefeiert, den ganzen Film habe ich gefeiert, die Darsteller habe ich gefeiert, die Action war natürlich auch dabei, es war zwischendurch immer mal richtig brutal, wenn da die Köpfe abgebissen werden und Leute abgeschlachtet, aber wer ihn noch nicht gesehen hat, ich empfehle euch auf jeden Fall, gönnt euch Venom, geht ins Kino oder bestellt euch den oder schaut ihn euch an in 100 Jahren, wenn er dann mal im TV läuft, aber Venom für mich richtig genialer Film und ich bin positiv überrascht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, das war's aber jetzt mit dem Review. Wenn ich Punkte verteilen könnte, würde ich einfach alle verteilen. Also sagen wir mal 10 von 10 dafür. Eine richtige Kanone. Das... Ich bin sprachlos. Ich sag nichts mehr. Auf jeden Fall. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und gönnt euch Venom.